Sturgeon. Stör. Sturgeon. Nearly 95% of the ocean is still unexplored. Das stimmt. Yeah, ich bin im Museum gelandet. Im Aquarium, ja klar. A few sea creatures can make their own light. It's called bioluminescence. Bioluminescence, das ist schon auf Deutsch schwer auszusprechen. We are updating this exhibition for your future enjoyment. Okay. Gut, und wo zum Arsch sind wir dann? Blue Tang. Dory. Wo ist Nemo? Vermilion Seabass. Die Dinger sind aber leer, ne? So harte Reflexion. Ja, die sind leer. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hours of Operation. Kann man sich Scheiben einschlagen? Ich glaube fast. Beim Aquarium kannst du es vergessen. Olive Ridley Turtle. Thorny Seahorse und Royal Crammer. Grandma. Suck it, Grandma. Okay, wir scheinen hier eingesperrt zu sein. Also, mal abgesehen davon, dass... Ja, exit only. Wollen wir aber gar nicht. Ah, Fischi-Spuren. Gut, denen sollten wir wohl folgen. Den Fischi-Spuren auf dem Boden. Und hier sind wir reingekommen. Alles klar, gut. Dann gehen wir durch dieses eine Aquarium. Ah, Ellie, chill mal. Die ist voll fertig, ne? So, eine beschissene Nacht. Ah, hier ist das ganze Wasser. Na, super. Awesome. Ah ja, okay. Die Care Station. Kann ich jetzt endlich mal wieder was Geiles bauen, oder? Ja, natürlich immer noch nicht. Ei, Abmahnung. Ja doch, hier. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der hat uns den Arsch gerettet beim Bloater. Dem haben wir nämlich ganz schön den Arsch auf Grundeis gebloatet. Ne? Er ist auf Grundeis geblutet. So. Fütterungsplan. Plankton, ja, ja, anscheinend. Irgendwas für uns wahrscheinlich nicht wirklich von Relevanz gerade. Was ist das alles? Ja, frage ich mich allerdings auch. Spricht mir aus der Seele. Ich habe keine Ahnung, was hier was ist. Da geht's weiter. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch irgendwas abgreifen können, aber das sind die Filtersysteme anscheinend. Kannst nicht wirklich lesen. Compressed Gas. Okay. Na, get down und durch. Yeah! Durchs Aquarium selbst zu laufen ist natürlich auch awesome, oder? Das ist zumindest mal ein Becken. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Aquarium war. Aber es ist ein Fischi-Becken. Fischi! Hoffentlich haben wir keine mutierten Fische. Das wäre super ekelhaft. Ah, hier ist das Glas. Ja, okay. Ja, nee, dann doch. Das ist so ein Aquarium, wo man von vorne nur reinlunsen kann. Cool. Yes, yes, yes. Yes. Ja, hier oben wäre dann der Fütterungsbereich, ne? Caution. Wet Pneuses. Oh, hey. Oh, Klebeband, finally. Oh, Mann. Das wird auch verdammt nochmal Zeit. Jetzt gibt's erstmal der normale Pfeil. Und sonst nichts. Weil mehr können wir uns gerade nicht erlauben. Nicht lauben. Okay. Es sieht so aus, als müssten wir hier wieder runter. Das turnt mich gar nicht so wirklich an, aber was muss, das muss. Ist hier wenigstens eine Leiter? Natürlich nicht. Hui, ey! Neoprenanzüge. Taucherausrüstung, komplette. I'll take it. Diving Gear, da steht sogar. Gib mir das. Ich will tauchen gehen. Mami. Ich war dieses Jahr jetzt zweimal. Wenn überhaupt. Ja doch, ich glaube zweimal dieses Jahr. War great. Yeah. All the diving gear. Also Ellie, wenn du jetzt fragst, was das hier alles ist, kann ich dir erklären, ne? So, by the way. Rinse gear after dive. Yep, sollte man wohl tun.
Hey, Alk. Kann ich jetzt etwa ein Molotow? Nein. Hm, vergiss es. Okay, Ellie, verkackt. Warum nicht das Neopren nehmen? Ich glaube, das isoliert sogar noch besser als normaler Stoff für einen Schalldämpfer oder so. Hey. Yay. Hey, gib ihm. Zack, bam. Molotow. Gut. Okay, was ist das? Rinse Gear. Ah, die ganzen Atemregler. Yeah, cool. Da hat jemand einen Plan, was man dazu braucht, anscheinend. Und Pills, of course. Pills. Und Diving Schedule. Ja gut, ich meine, ich würde auch diven gehen, so ist nicht. Wenn da die Haifische drin waren, auf jeden. Sehr geil. Haie, FTW. Freshwater. Auch gut. Irgendwelche Pläne, wo sind wir denn jetzt? Ah, das war die Quarantäne, okay, Animal Quarantine. Wo zum Teufel steckst du? Wo zum Teufel steckt irgendwas, Ellie? Oh, Scheiß, guck mal. Das hört ja gar nicht mehr auf. Da geht's durch. Mjolle. Ah, Taucherbrille. Always wear your lab coats and safety goggles. Vielleicht waren das auch die Safety Goggles. Okay. Dann. Rinn! Ah, damn. Scheiße, ja. Wie kommen wir denn da rein? Safety Goggles. Hier komme ich nicht weiter. So aus. Sei denn. Wir kommen hier in die Lüftung. Aber auch das sehe ich nicht. Nicht kommen. Fuck. Schwierig. Wenn wir hier so nicht weiterkommen. Haben wir ein Problem? Tatsache. There goes nothing. Gut, gehen wir wieder zurück. Nimm's Diving Gear mit. Kommen wir denn da überhaupt wieder hoch? Gute Question, nächste Question. Okay. Nicht direkt. Ah, fuck. Safety Goggles hin oder her. Auch nicht weiter. What? What are we talking about? Da. Ja, nein. Okay. Oder auch nicht. Das sah nur so aus. Komm ich da weiter? Nee, okay. Das gibt's doch nicht. Am I stuck or what? Was habe ich übersehen? Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Diving Schedule. So. L3-Tipp. Bin völlig planlos. Stimmt. Ich glaube, ich muss da hoch. Das erste Mal, dass ich einen Tipp use, wo ich tatsächlich nicht weiß. Ah, das hätte ich ja wohl irgendwann auch noch gefunden. Na ja, gut, okay, egal. Thanks for tipping me, Game. Dafür ist die Funktion ja wohl auch da. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde rumgemacht. Oh, shit. It is eng, AF. Okay, da kommen wir nicht weiter. No! Erstmal die Taschenlampe schütteln. Fuck you, go away, piece of ass. Sorry, Hund. Mann. Der tragt das immer noch nicht. Ja, schon. Stupid. Stupid Doggy. Tut mir leid, Hund. Wirklich. Ew.
Wow. Ja, der arme Hund. Ich hasse es, dass man bei dem Game Hunde töten muss. Okay, jetzt ist er wenigstens ausgeblutet. Und ich hinterlasse Spuren. Sehr eindeutige Spuren, by the way. Ah, shit. Na gut, wäre ich mal vorher dran vorbeigelatscht. Reverse Osmosis Water. Water. Verschlosse. Well, well, well. Okay. War da was? Ah. War da jetzt nur der Hund? Bin mir nicht sicher. Ich sneak hier absichtlich so rum. Ist. Gott. Was zum Teufel ist hier passiert? Will ich's wissen? Arme Doggy. The hell happened? Oh, gibt's hier nichts mehr zum Abgreifen? Das ist ja schon ein bisschen schwach. Rudi, gehen wir erstmal da durch. Hm. Oder auch nicht. Eher nicht. Ja, was, aber jetzt mal im Ernst, was, was haben die gemacht? Na gut, wir werden sehen. Feeding Schedule Tank 1 and 2. Gibt's hier noch andere Notizen? Nicht wirklich. Intro to Marine Biology. Yo, let me guess. Da höre ich jemanden, okay? Okay, da gehen wir dann doch noch nicht hin. Wie gesagt, ich will nichts übersehen. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ja, da war das Hundekörbchen. Na toll, der arme Hund. Oh, ihr seid ja einige. Das wohl war. Oh, and more. Ein Firefly. Echt jetzt? Ich hab deinen Hund getötet, Owen. Sonst so, nix. Neuer Tagebucheintrag. Owen Moore. That's true. Okay. Soll ich das jetzt lesen? Komm, wir lesen es mal. Mal gucken. Es wird sogar angeboten. Owen Moore. Ah, danke. Ein Firefly. I don't remember. Employee Rights. Okay, gut. Nom. Super. Mach. Mach halt Lärm, genau. Hm, it's closed. Alles klar. Dann gucken wir da mal, wen wir da haben. Ob es wirklich Owen ist. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Hm? Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall. Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Owen!
Fuck your own! Fuck. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Uff. Heavy.